Hallo Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AVA Group Media Kanal an. Heute kommt ein sehr kurzes Video und zwar ich zeige euch, wie man so eine RJ45 Keystone, nennen wir das Steckdose, für den EDV-Leitung montieren werden. Das ist tatsächlich ziemlich einfach. Das Teil wird so eine Stecker geliefert. Ein Plastikteil, die ich euch noch zeige, wie das überhaupt funktioniert. Da kommt noch eine ganz kleine Kabelbinder dazu. Und das werden wir an diese CAT6A Verlegekabel montieren. Dann gucken mal, welche Werkzeuge wir dafür brauchen. Also die Werkzeuge, einmal brauchen wir ein Cuttermesser, um das Isolierung zu entfernen. Vielleicht könntet ihr eine Schraubendreher brauchen. Das macht den Kabel einführen in diese kleine Schlitze manchmal einfacher. Mal gucken, wie das jetzt läuft. Und eine Zange, der hilft den Verschluss von dem Steckdose zu schließen. Manchmal geht das mit einfach per Hand nicht so einfach. Ah ja, und ihr braucht natürlich einen Seitenschneider, um einmal den Kabel auf die richtige Länge zu schneiden und die kleine Ader abzuschneiden. Zeige ich euch gleich. Später in der Video werde ich euch zeigen, wofür wir überhaupt diese Stecker brauchen. Das ist hier eine sogenannte Verlegekabel, CAT6A, 10 Gigabit Geschwindigkeit kann er leisten. Es kommt natürlich vielleicht der Frage, wieso ich nicht einfach eine Stecke an diese Kabel montiere und wieso so eine Buchse. Das Problem ist, dass diese kleine Plastik-Krimper-Stecker für Patchkabel geeignet sind, aber nicht für diese relativ starke EDV-Kabel. Also in diese Kabel sind die einzelnen Ader etwas stärker und das funktioniert mit dem kleinen billigen Plastikstecker nicht. Ihr entfernt den Isolierung auf etwa 2-3 cm oder ein bisschen mehr, wie ihr wollt. Bei dieser Verlegekabel muss man nicht so sehr aufpassen, aber wenn ihr eine Patchkabel verwendet, da ist der Shield Ader nicht so dick und ihr könnt leicht die Kabel durchschneiden. Wenn ihr den Isolierung entfernt, dann seht ihr erstmal so eine Drahtmesh. Das bitte nicht abschneiden, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist der 9. Ader, das ist der Shield oder Schildung von den ganzen Kabel. Beim CAT6A sind auch die einzelnen Kabeladerpaare separat geschildert und das schneiden wir einfach mit dem Seitenschneider ab. Aufpassen, dass ihr nicht den Kabel erwischt. Ist mir schon vorgefallen, dass ich bei dem Abschneiden der Schildung aus Versehen den Kabeladern auch erwischt habe. So, dann drehen wir erstmal die Aufwickelung von dem Ader nicht auf, sondern wir nehmen dieses kleine Plastikteil und bevor wir weitermachen, erkläre ich ein bisschen. Dieser Plastikteil hat so farbige Diagramme am Seite. Das sind die verschiedenen Farben von dieser Adern hier. Ne? Der weiße zum Blau, der blaue und dann haben wir die Möglichkeit A oder B aufzulegen. Ich nehme jetzt Variante A, das heißt, hier kommt der Weiße von dem Orangen und der Orange gleich daneben. Auf der anderen Seite
machen wir braun, der weiße von dem braun, und dann, da wir A machen, den grüne und der weiße von dem grüne. Erstmal steckt ihr die Kabeln hier durch und jetzt nimmt ihr eine Ader Paar, zum Beispiel den Blau, kommt hier, wickelt es ein bisschen ab. Und erst kommt der Weiße zu Blau hier in diese Ritze rein. So, dann der Blau. Genau, und jetzt müsst ihr aufpassen, weil die springen relativ leicht raus. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, das da rein zu quetschen, dann könnt ihr den Flachschraubendreher verwenden und die Kabel hier ein bisschen reinzudrücken. Jetzt bei mir geht es relativ einfach. Dann gucken wir, der nächste ist der beim A der weiße von Orangen. Geh rein. Und der Orange. Genau. Auf der anderen Seite. Und wie gesagt, jetzt schön aufpassen, weil der mag leicht rausspringen. Kommt der Weiße von dem Grüne. Komm schon. So, jetzt. Ups, Entschuldigung. So, weiße zu grün, dann der grüne. Dann kommt der weiße zu braun. Und der braune. So, wenn wir das haben, jetzt könnten wir die extra Kabellängen hier an der Seite zurückschneiden. Aber ich mag immer erst ein bisschen das hier zu schließen. Und zwar aufpassen, dass diese Plastik geht nicht in alle Positionen rein. Hier könnt ihr sehen, dass die zwei kleine Pinne haben und hier sind zwei kleine Ritze. Also das Ganze geht nur in eine Richtung zusammen. Und dann schließt ihr den Gehäuse und der Gehäuse zieht damit der Plastikteil nahe. So, jetzt kann ich es wieder öffnen. Die Plastikteile sind zusammengezogen. Hier ist keine große Abstand mehr. Jetzt kann man mit dem Seitenschneider diese Kabel hier alle abzwicken. Ne, den Schildung zwicken wir aber nicht ab. So, das bereinigen wir noch ein bisschen. So, so sollte das dann aussehen. Und jetzt schließen wir das komplett. Ausnahmsweise geht es auch ohne Zange.
Und der Schildung, diese Ader hier, gehört an der ganze Gehäuse ran. Ne, also der macht Kontakt mit der Gehäuse. Dazu nehmen wir noch diese Metallteil, was auch in der Verpackung drin war, und das schieben wir hier rein, so dass ihr auch seht. Ne? Seht ihr? Macht so eine schöne rundes Form. Und dann kommt der Kabelbinder, was mitgeliefert ist, und ihr macht eine Schlaufe oder Schleife über diese kleine Metallteil. So, das zieht ihr an. Wieder Seitenschneider. Jetzt kann man den Kabelbinder abschneiden und die Rest von dem Schildkabel. Und fertig ist der RJ45 Kategorie 6A Keystone Steckdose montiert. Vielleicht fragt ihr euch, wieso das überhaupt hier in die Küche? Dazu gehen wir kurz in die Wohnzimmer zurück. Hinter dieser TV. Eine Sekundchen. Liegt unsere ganze IT. Hier kommt der andere Ende dieser Kabel rein. Das ist jetzt so eine nachgedachte Kabel, weil diese zwei Boxen, wo jeweils 8 Festplatten drin sind und der aktuelle NAS, der Netzwerk, Laufwerk, was jetzt in diesem Fall eine Intel NUC ist, machen zu viele Krach, wie ihr hört. Und das nervt mich, deswegen wird eine neue NAS gebaut, die dann in den Speis aufgestellt wird. Vielleicht fragt ihr euch, was hier alles liegt. Also wir haben einmal den Modem, eine Raspberry Pi als alter Server und es hat noch Funktionen, die wir bis heute verwenden. Eine MikroTik-Router. Der Kopfeinheit von dem Bosch Thermostaten, die sprachgesteuert sind, die zwei Gehäuse für die NAS, wo die insgesamt 16 Festplatten drin sind, dann der NUC, Intel NUC als der aktuelle NAS. Das mit dem WR ist eine Rademacher. Zentrale für die sprachgesteuerte Rollläden, eine UPS und das Gerät da misst nur die Stromverbrauch vorhin alles. Der UPS ist natürlich eine ununterbrochene Stromversorgung, also USV auf Deutsch. Und die zwei Sonoff schalteten einmal den Musikanlage ein, der andere den TV und ja, der Kabel geht da oben durch der Gant durch bis zur Speis, wo dann der neue NAS auf diesem Fachboden da oben sitzen wird. Ja, das war das Video bislang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal, spätestens wenn ich den Computer zusammenbaue und euch zeige, wie man einen Computer zusammenbaut. Tschüss!